Okay, Leute, es geht los. Hi. Hi. Na, was geht? Ja. Bereit für ein bisschen Fake-Varo? Ja. Klingt aber nach sehr starker Motivation, ey. Ja. Läuft bei dir, würde ich sagen. Ja. Kannst du aber was anderes sagen? Nein, nein. Junge, ich bin gerade echt zu blöd. Oder Ich laufe jetzt 2800. einfach geradeaus, scheiß drauf. Treffen wir uns einfach am Spawn. Ja, gefühlt schon, ja. Ich bin jetzt 1800 und 2200, da will ich auf dich warten. Du bist 1200? 1800, 2200. Bruder, bin ich jetzt in die falsche Richtung gelaufen, oder was? Ich glaube, du bist wirklich gerade die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen. Leck mich doch am Arsch, ey. Ich bin jetzt am Village. Bruder, warum bist du am Village? Naja, habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Was machst du am Village? Komm einfach zu den Koordinaten jetzt. Ja, ich eile. Ja. Einmal durchs Village durch, super. Bringt's richtig. Weil dann bist du, als wir uns getrennt haben, bist du ins Village wieder gerannt, oder? Wahrscheinlich in die falsche Richtung, ja. Aber, hey, nein, das war schon richtig, meine ich. Nein, wenn du jetzt wieder im Village bist, bist du komplett falsch. Da stehst du Wie, doch. warum kommst du jetzt aus der Ja, ich Richtung? sag doch, das ist alles lost. Du meinst, du hast doch gerade gesagt, du warst noch beim Village. Okay, was ist hier hochgegangen? Da war mein Respawn-Anker. Okay. Ein Enderauge fehlt auch. Wenn wir schon mal hier am Spawn sind, Goldie, Was? ich muss dir da noch was erzählen. Was? Tigers Kumpel ist bei dem Versuch, Tiger zu retten, durch den Seelenanker gestorben. Hat er den gerechtsklickt? Haben wir jetzt gewonnen? Und Tiger war so verzweifelt, dass er sich einfach eingeloggt hat und gar nichts mehr gemacht hat. Ist er gestorben? Und das letzte Team, das eigentlich noch hätte kommen sollen, hat Tiger jetzt ausscheiden lassen, weil sie einfach nur in einer Sekunde da waren und bisher im Spielflow nicht integriert waren. Das heißt, wir haben jetzt schon gewonnen, oder? Das Spiel ist damit beendet. Weil wir hatten nicht mal einen Kampf. Das ist doch Last, oder? Oh, ja. Ja, was soll ich groß zu sagen? Er hat mir heute Mittag geschrieben, dass sein Kumpel draufgegangen. Am Seenanker. Ja, offenbar schon. Oh. Das los. Beziehungsweise erstmal nicht direkt durch den Seelenanker, sondern er hat geschrieben, ein Creeper hat ihn verfolgt. Der ist dann hochgegangen, die Explosion hat den Seelenanker erwischt und den Seelenanker hat ihn einfach komplett zerstört. Warte mal, überlöst den Anker aus? Anscheinend schon. Ich schätze mal, Junge, dass es genau, ich schätze mal, dass das es hätte nicht mal genauso ich gewusst, instabil dann wäre ist. ich auch dran gestorben. Ich schätze mal, Also dass wenn es. Creeper in der Nähe vom 10 Anker explodiert, ich wäre dran gestorben, dann war ich jetzt nicht gewusst. Naja, ich würde mal behaupten, das ist vielleicht genauso ein instabiles Ding wie diese. Ach, ja. Ente. Ja, wie alles eigentlich, was hochgehen kann. Sobald du es irgendwie triggerst oder durch irgendwas getriggert wird, geht's halt hoch, ne? Also, ja, was soll ich groß zu sagen? Ist halt lost. Damit ist das Game durch. Aber wir hätten uns einfach den kompletten gestrigen Tag sparen können. Aber wir hatten nicht mal einen Kampf. Wir hatten einmal eine kurze Verfolgung. Ich habe einmal einen Pfeil auf Tyler geschossen, ne? Und wir haben zwei Kills durch Fallen jetzt, oder wie? Ja, irgendwie schon. Ja, Rory, das werde ich ja niemals verwenden jetzt für YouTube. Also, sorry. Das ist voll.
Flo, triggerst du mich eigentlich heute bewusst oder? Nein! Ich stack hier irgendwo zwischen Netherrack as fuck, aber hier gibt's keine Auswege mehr. Beziehungsweise doch, Ja, es wo gibt eine bist du? Milliarde Auswege, aber macht alles Ja, halt was hast keinen du jetzt gemacht? Sinn. Was hast du jetzt gemacht? Wo bist du hingegangen? Ich bin ein Block gefühlt neben dem Portal in den Gang reingelaufen, weil da Gold ich gesehen habe. Gehen wir, oder? Können wir? Wollte ein Countdown machen, aber egal. Countdown. Oh, man hat Leuchten. Oh, man kann aber trotzdem spielen. Okay, haben die es gefixt? Es gab einen Bug, dass man, wenn man leuchtet, nicht mehr sprinten konnte, weil es ja die ganze Zeit rumgebuggt hat. Okay. Das haben die, glaube ich, gefixt. Gar nicht, wie viel Schaden der Bau 5 Bogen macht, so. Mal schauen, was du jetzt gelernt hast. Ich krieg keinen Hit. Ich meine, der 1-9 Fight, das, was ich mir gewünscht habe vom Projekt. Einfach nur ein richtiger Krampf. Es wird wahrscheinlich auf Rüstung irgendwie gehen, aber wir haben beide halt 3. Wow. Boss bringt nichts. Ja, weißt du, zu viel Gold dafür. Was? Ich dachte, hey, ich dachte, du willst dich wegfeuern. Okay. Als Achter PvP finde ich einfach spannender. Ohne Scheiß. Das hier hat mehr sowas mit Glück und Treffen zu tun, als irgendwie was mit Können. Naja. Ach schon, du bist Spectator, oder? Ja, ich bin komplett raus. Weil du kannst jetzt mit Spectator hinter rumfliegen und so? Was kann ich machen? Ja, ich kann rumfliegen. Das heißt, du kannst jetzt nach dir schauen und so. Ah, schön, schön. Nee, gut. Leute, das wär's für das Projekt gewesen. Wenn es euch gefallen hat, schießt gerne mal den Like-Button ins All, teilt das Video unbedingt mit Freunden und Verwandten und ja, wenn wir sowas öfters machen wollen, dann schreibt das gerne mal in, oder öfters machen sollen, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wie hat's dir gefallen, Goldie? Boah, ist doch anders gelaufen als gedacht. Finde es schon sehr schade, dass wir keinen richtigen Fight hatten. Ja, es ist halt, dadurch, dass es nur vier oder fünf Teams gab und halt das erste direkt am ersten Tag ausgeschieden ist, das zweite am zweiten und das dritte halt so eigentlich auch am zweiten, aber ne, war es halt lost. Und jetzt haben wir halt 2 Tage einfach gefarmt und gemacht und getan und uns geilen Stuff aufgebaut, ohne Scheiß. Und es ist halt nichts geworden. Ja. Ich für meinen Teil kann dieses Projekt trotzdem als was Positives abstempeln, weil ich habe durch Goldies Tipps und das ganze Zeug, was wir jetzt hier gemacht haben, endlich die neue Version ein bisschen besser kennengelernt. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr so ein ganz krasser Noob. Also klar, ich habe immer noch jetzt die größten Probleme, die es gibt, so, aber ich kenne jetzt mal ein paar Grundmechaniken, ein paar neue Blöcke, ein paar neue Features und das finde ich schon echt geil. Ich glaube, einfach mich jetzt am Abend so hinzusetzen und das alles auszutesten, habe ich einfach keinen Bock und keine Zeit. Und deswegen denke ich, so ist es, glaube ich, ganz gut gewesen.
Ja, findest du, ich habe mich ein bisschen verbessert? Ich glaube, ich tue die Aussage lieber verweigern. Danke für dein positives Feedback. In dem Nee, aber ich glaube, du Sinne. hast jetzt das ganze Villager-Trading und so ganz gut verstanden, das neue, auch der neue Nether so, was mit Pikmin-Trading abgeht und so. Bastion konnte ich leider nicht mit dir richtig looten, genau wie Netherite-Farm, weil Das kommt dann nächstes er hat nicht Mal. gegönnt. Das kommt nächstes Mal. Genau. Jo. Danke, dass du mitgespielt hast. Danke, dass du mit mir mitgespielt hast. Ja, nach 5 Mal Fragen habe ich dann doch mal zugesagt. Ich glaube, es war Nein, Spaß. öfter. Ja. Noch irgendwas hinzuzufügen? Nö. Ohne Kommentar. Schaut bei Tiger vorbei. Bis zum nächsten Video und ciao.